Peter Liebe soll in den nächsten Tagen so viele Fische wie möglich aus dem Ellertshäuser See holen. Er ist Berufsfischer und mit einem kleinen Team aus Schleswig-Holstein heute angereist. Peter erweitert seine Netze, damit an den Seiten möglichst wenige Fische entkommen. Und dann will er noch das Tageslicht nutzen. Darum möchte ich jetzt so schnell wie möglich auf den See raus, weil wir so motiviert sind und heute unbedingt noch einen Zug machen wollen. Wir wollen uns jetzt das erste Mal überzeugen, dass auch so viele Fische wirklich dann hoffentlich im Netz sind, wie wir letzte Woche auf dem Echolot gesehen haben. Wenn das bei mir auf meinen eigenen Seen gewesen wäre, würde ich sagen, das Echolot ist kaputt. So viel Fisch sind hier. 33 Hektar ist der Stausee groß. Seit Ende September wird wegen Sanierungsarbeiten das Wasser abgelassen. Der Pegel ist schon um 5 Meter gesunken. In 2 Wochen ist das Wasser weg. Vorher müssen alle Fische raus. Die Strategie erklärt Norbert Dabelstein. Jetzt fahren wir raus und dann teilen wir uns. Wir fahren so hin, dann teilen wir uns so. Und dann fahren wir einer an diesen Ufer längs und der andere mal an anderen Ufer längs, bis wir es ausgefahren haben. Und dann hoffen wir, dass wir Fische kriegen. 2:30. Der Berufsfischer legt ab für den ersten Probezug. Zum Team gehören Norbert, er hilft Peter schon seit 19 Jahren, Peters Schwester Ute und Uwe. Am Anfang des Sees legen sie den Sack des Zugnetzes aus, das beige Netz. Darin soll sich später der gesamte Fang sammeln. Mit dem grünen Netz werden die Fische sozusagen in den Sack geleitet. So, wir gehen jetzt auseinander. Peter hat sich über den Ellertshäuser See informiert. Aber nicht nur das entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Egal, ob man das Gewässer kennt oder nicht, wie die Fische reagieren, das ist jedes Mal was anderes und unberechenbar. Peter Liebe und sein Team sind nicht die Ersten, die den Ellertshäuser See abfischen. In den 80er Jahren wurde der See schon einmal abgelassen. Die Fische mussten auch damals raus. Horst Hansen hat die schwierige Aktion für den Unterfränkischen Fischereiverband mit der Kamera festgehalten. Die Hilfsmittel waren einfacher und der Verlauf dramatisch. Unter den Augen vieler Schaulustiger fand ein Kampf statt gegen die Zeit und die Schlammbrühe, in der immer noch viele Fische steckten. Es war eine Rettungsaktion unter widrigsten Umständen. Am Schluss versuchten sich die Fische auch in den Schlamm einzugraben. Nicht alle konnten die Fischer damals retten. Solche Szenen sollen sich diesmal nicht wiederholen. Deshalb ist es wichtig, dass Peter Liebe so viele Fische wie möglich jetzt schon aus dem See holt. Norbert, lass uns lieber noch ein bisschen höher fahren. Aber da sind auch überall Baumwurzeln hier. Was ist das Problem von den Baumwurzeln? Wenn diese Baumwurzeln jetzt auch noch hier sind, dann bleiben wir mit dem Netz dahinter hängen. Wenn wir Glück haben, kommen wir drüber weg, kann ich auch im schlimmsten Fall anheben. Aber fangtechnisch ist das ein Problem. Jetzt ist gut, jetzt ist gut. Die Wurzeln gibt es, weil hier vor dem Bau des Stausees Häuser und Bäume standen. Peter braucht jetzt einen Punkt, an dem er die Pontons festmachen kann, bevor er das Netz wieder einholt. Bisschen schräg hierher, so schräg. Dafür brauchen die Fischer dann Zeit, egal ob schlechtes Wetter aufzieht oder nicht. Gleich soll das Einholen des Zugnetzes beginnen. Erst scheint alles normal zu laufen. Aber dann wird die Spannung am Drahtseil immer größer. Das ist erst der erste Zug. Peter darf sich die Netze nicht kaputt machen. Er muss mit dem Boot ans andere Ende des Sees, um nach den Netzen zu schauen.
Trotz Regen heißt es warten. Also ich hoffe nicht so lange. Wir sind leider hinten, ist irgendwie ein Hindernis, das nicht einkalkulierbar war. Und jetzt ist das ganze Netz hinten fest. Und wir wissen jetzt nicht, ob wir das vielleicht wieder, das ganze Drahtseil wieder runter machen müssen. Dann ist Peter zurück. Bombenfest hinter direkt 2 Meter vom Sack. Der See macht es ihnen nicht leicht. Wir mussten direkt am Sack das Netz anheben. Das hing einmal direkt am Sack. Und insgesamt, der ganze Zug ist jetzt schon so dumm gekommen, zweimal anhalten. Und er kommt auch sehr schmal und schlank rein. Das fischt nicht. Dieser Stillstand und dann wieder neu und wieder Stillstand, das beunruhigt die Fische. Und die lassen sich dann nicht mehr so gut fangen. Ich sage immer, so ein Gewässer, das muss jungfräulich sein. So der erste Zug, das ist immer so der entscheidende Zug. Dann holt Peter den sogenannten Helter ran, eine Art Käfig aus Netzen für die Fische. Daran schließt er den Sack des Zugnetzes und jetzt wird sich gleich zeigen, ob und wie viel sie mit dem missglückten Zug gefangen haben. So, Uwe, wenn es jetzt schwerer wird, dann ist es ein gutes Zeichen. Nee, denn es sind noch ordentlich Fisch drin. Erst müssen die ganz Kleinen raus, die zwischen den Maschen stecken bleiben. Und dann ist er auch schon da, der Ansatz vom beigen Fangsack. Ist es das schon, was das Echolot gezeigt hat? Also die Tendenz vom Echolot, das viele kleine Fische aufgezeichnet hat, die stimmt nach diesem Fang. Aber wir haben nicht nur kleine Fische. Wollen wir mal zeigen, ne? Karpfen, Barsche, Zander, Hechte. All das zappelt im Netz. Wir haben auch schon mal schlechter gefangen. Ui, da ging aber einer ab. Ein großer Waller. Insgesamt ist der Fang zufriedenstellend. Aber der Erfolg hat seinen Preis. Beim Zug ist ein Teil vom Netz abgerissen. Wir haben irgendwo was erwischt, was wir nicht lokalisieren können und auch nicht benennen können, was das wirklich am Grund ist. Das kann ein eingeschlammtes Fahrrad sein, da wo bloß die Pedale noch raushängt. Das kann ein Einkaufskorb im Schlamm sein. Das kann aber auch ein ganz feiner Wurzelstock sein. Also das, die Vielfalt ist da groß. Es ist leider passiert. Trotzdem muss es weitergehen, denn unaufhaltsam sinkt das Wasser im See. Die Fischer müssen zügig reparieren und weiter rausfahren. 4 Tage lang. Mehr Zeit bleibt nicht für alle Fischzüge. Nach dem letzten Zug treffen wir den Berufsfischer wieder. In den Hältern der letzte Fang. Peter und sein Team helfen, die Fische für den Abtransport zu sortieren. Schließlich landet der größte Teil nicht auf dem Teller, sondern soll in anderen Seen überleben. Raubfische und Weißfische müssen getrennt reisen. Und dann taucht noch ein Riesenexemplar auf. Noch ein Waller, aber diesmal ein gigantischer, kaum zu bändigen. Denk daran, dass ich bin. Gib mir einen auf den Nuss und dann nimmst du ihn mit. Dann passt das. Das geht's. Jetzt, Bibi, gib Gas. Ja. Also das ist jetzt der größte, den ich in meiner Karriere gefangen habe. Das war wieder kleine. Vielen Dank.
Das war der größte Wels meiner Karriere. Im Norddeutschen haben wir nicht so viele Welse, aber so am Altmühlsee, da haben wir auch schon reichlich Welse gefangen, aber ich schätze den gut über 2 Meter. Also da wird der Ellertreuther See in Erinnerung bleiben. Das bleibt es auf jeden Fall. Das war hier schon ein Erlebnis. Und Gott sei Dank ein positives. Der Waller bekommt übrigens eine neue Heimat in Schleswig-Holstein. 4 Tonnen Fisch haben Peter Liebe und sein Team in den letzten 4 Tagen gefangen. Der Großteil davon reist als Besatzfisch in andere Anglerseen oder wartet in einem Vorsee darauf, dass 2024 der Ellertshäuser See wieder freigegeben wird.